Wer auf der Suche nach innerer Einkehr, Erdung und Selbstfürsorge ist, findet in Rannersdorf bei Michaela Ileczkos Vinyasa Flow Yoga genau das Richtige. Egal ob jung oder alt, hier gibt es für jeden passende Angebote. SW1 hat einige Impressionen einer solchen Yogastunde für Sie festgehalten. Dehnen, biegen und tief einatmen. Beim Herbstworkshop von Day wurden Entspannungstechniken für alle Teilnehmer angeboten. In einer gemütlichen Wohnzimmerumgebung versammelten sich wieder Yoga-Enthusiasten, um gemeinsam zur Ruhe zu kommen. Wir gehen in den Herbst hinein. Das heißt, wir von den lauen Sommernächten, die wir jetzt genossen haben, die Energie, die wir im Sommer hatten, startet heute diese Stunde mit ein bisschen Einkehr, ein bisschen Rückschau, ein bisschen Reflexion. Wir haben 60 Minuten Vinyasa Flow, das heißt fließende Bewegungen mit Atem verbunden. Am Anfang gibt es ein bisschen Pranayamas, das sind die verschiedenen Atemtechniken, die wir im Yoga verwenden. Dann kommt der Flow und am Schluss gibt es Shavasana, das ist die Entspannung, auf die sich dann die Yogis schon immer sehr freuen. Die Kurse bieten stets unterschiedliche Themen und dieses Mal war der Herbst an der Reihe. Sei es Selbstliebe, sei es Kraft, Erdung. All das baue ich dann in meinen Meditationen mit ein. Und ja, das ist, glaube ich, das ist Besondere, was die Yogis, die teilweise schon jahrelang hierher kommen, lieben, auch mit dieser Atmosphäre. Wir nennen sie ja Living Room Yoga. Ja, der Raum bietet halt ganz viel Kraft und hat so etwas Familiäres. Wie genau bereitest du dich denn persönlich dann auch auf so eine Stunde heute vor? Meine Flows entstehen komplett in der Minute. Also das wird alles improvisiert, weil so kann ich mich auf meine Yogis auch einstellen. Manchmal weiß ich auch nicht, wer erwartet mich. Vor allem in den Wiener Kursen gibt es oft so Drop-in-Classes und die Leute kommen und du weißt nicht, welches Level haben sie, waren sie überhaupt schon mal Yoga. Hier diese Gruppe oder dieser Kurs, das sind die Leute, die kenne ich schon alle länger. Insofern entsteht das dann nach Tagesverfassung, aber das Motto der Stunde, so wie zum Beispiel heute, dieses Hallo Herbst, hallo lieber Herbst, schön, dass es dich gibt, plane ich dann schon, da mache ich mir immer eine Woche davor ein paar Gedanken, was möchte ich sagen, was für ein Gedicht vielleicht, genau, und so entsteht das dann. Wo genau holst du dir auch diese Inspiration her, wann beginnst du deine Stunde zu planen? Ich beginne die Stunde zu planen spätestens ein paar Tage vorher. Die Inspiration kommt aus verschiedenen Social-Media-Kanälen. Manchmal ist es Instagram, manchmal sind es Yoga-Zeitschriften. Und manchmal ist es vielleicht ein Thema, das mich gerade beschäftigt. Und wie gesagt, als angehende Lebens- und Sozialberaterin kommen da jetzt auch viele neue Tools auf mich zu, die ich verwenden kann oder anwenden kann. Und das ist auch eine große Inspirationsquelle. Was sollen denn die Menschen heute mitnehmen von dieser Stunde? Heute von dieser Stunde sollen sie mitnehmen das Gefühl von Erdung, von Wurzeln und dass wir die Süße des Sommers in unserem Herzen tragen und dass wir dieses Licht auch immer wieder abrufen können in uns. Egal welches Alter, bei Yoga kann wirklich jeder mitmachen. Es ist für jeden geeignet und nicht nur für Sportliche, sondern auch für Leute, die gerade beginnen wollen. Es ist nie zu spät anzufangen. Was für Kurse bietest du denn grundsätzlich noch an, abgesehen von dem heutigen? In Schwechat habe ich ja noch meinen Tanzverein Day Dance und Yoga. Und auch diese Woche haben die Kinderkurse gestartet. Wir bieten Kindertanzen, kein Balletttanzen, sondern ja, so Commercial Video Clip Dance im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Im Lemon Squash haben wir da unsere Kurse. Und ja, wenn da noch jemand schnuppern mag, kann gerne nächste Woche oder die übernächste Woche geht sicher auch noch vorbeikommen zu uns einfach mailen und dann ja, schnuppern kommen und vielleicht gibt es noch ein, zwei Kinder, die dadurch jetzt Interesse haben und mittanzen möchten. Die Living Room, also Wohnzimmeratmosphäre, soll eine heimische und beruhigende Wirkung verbreiten. Jeder, der hierher kommt, fühlt sich hier einfach
zu Hause und die Düfte, die es hier gibt, irgendwie die Farben, die Kunst, die mein Papa also macht. Er ist ja bekannt in Schwächer, der Paul Sukop. All das, meine Mama, die mit Liebe dekoriert, all das macht das hier irgendwie zu einem Yoga zu Hause. Wer Interesse hat, unter day.at gibt es weitere Informationen zu Yoga und viel mehr. Wir wünschen entspannte Übungen.